Ich bin Simon Zervas, komme von Muren und habe vom Grossvater den Betrieb übernommen und habe jetzt im letzten Jahr den Neubau gemacht. Ganz am Anfang wollte ich komplett etwas anderes. Eigentlich ein Konkurrenzprodukt. Und schlussendlich habe ich mich für einen Vector entschieden, weil mir auch von China los länger wie mehr hat mir das besser gefallen. Bei diesem anderen System müsste die kontinuierliche Futteration anpassen oder immer mehr. Und da, ob jetzt mehr Tiere weniger sind oder ob sie jetzt mehr fressen heute und morgen weniger, er tut automatisch mit der Futterhöhe das Messen und sie haben immer genug Futter. Ja, aktuell macht er jetzt um die 3 bis 36 Mischungen am Tag. Weil eben auch jede Bucht ist separat gefüttert, hat sein eigenes Rezept drin, je nach Größe. Weil ich habe eine Seite habe ich Muni, eine Seite Rinder. Und durch das muss er extrem viele Mischungen machen. Aber ja, von mir aus gesehen, mehrmal füttern, mehrmal zuschieben, das Fressverhalten anregen. Es ist sicher, mehr Verzehr ist sehr vorhanden durch einen Roboter. Es ist brutal schön. Oder? Das müsste ich 4-5 Mal am Tag mischen. Oder? Ja. Und so ist eigentlich, es ist alles gefüttert. Wenn ich am Morgen ins Stall komme, ist eigentlich alle Arbeit ist gemacht. Ich bin rein zum Kontrollieren. Da ich mache Tierkontrolle, da schaue, ob die Fütterung passt, beigestreut ist sauber. Körperliche Arbeit habe ich eigentlich nur gross. Man sieht so vom Tierwohl her, sie sind wirklich so ruhig in dem Stall hinten. Ich glaube, es ist ein grosser Teil davon ist schon von der Automatisierung her. Der Vorteil sicher ist, du bist flexibler. Du kannst jetzt mal sagen, ich komme anstatt am Morgen um 7 Uhr, komme ich um 8 Uhr oder komme um 6 Uhr, ist ja gleich. Der ganze Stall ist vernetzt, also mit dem Windschutznetz, mit dem Licht. Mit allem drum und dran. Ich habe Kamera hinten. Ich könnte jetzt auch mal schnell auf dem Feld einen Blick hinwerfen und sehen, mal, das ist alles okay oder stimmt etwas nicht. Und durch die Automatisierung habe ich auch alles viel genauer im Griff. Ich kann schlussendlich die Rentabilität der Muni genau ausrennen, weil ich genau weiß, wie viel Mais ich brauche, wie viel Gras, wie viel Energie, wie viel Eiweißfutter. Ja, einmal ist mir ein Unfall passiert. Ich habe probiert, ein paar Sachen rumzutrocknen und probieren. Schlussendlich hat er am Abend um 10 Uhr rumgetan. Da hat er ihm nur getraut, dann schrieb er schnell ein WhatsApp. Oder? Und dann hat er gleich angerufen, dann haben wir das Problem geregelt. Ja. Also der Service ist super. Könnte von mir aus gesehen nicht besser sein.